Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Disney Dreamlight Valley. Im letzten Part haben wir Wally ein bisschen hier Dreamlight Valley gezeigt und ich möchte jetzt einfach mal, bevor wir jetzt zu Mickey Mouse gehen und mit ihm ein Picknick haben, erstmal angeln. Erstmal angeln. Wenn ich das da sehe, da, wow, geil. Das ist doch geil. Komm, beiß an. Ach, schön. Einen schönen Wels gefangen. Möchte ich mit euch zusammen erstmal Wallys Haus betreten. Wally! Und dann ist auch eine Erinnerung. Was ist das hier? Ein Durcheinander. Was haben wir? Wally ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die Mühe lohnt sich. Dieser kleine Roboter hat ein großes Herz und es gibt viele Zwischentöne in seinen O's und A's. Oh, ah. Lass mich hier durch. Ansonsten haben wir jetzt hier weiter nichts, glaube ich. Nee. Ja, die Häuser erinnern so ein bisschen an Animal Crossing. Ich hätte es halt nur cooler gefunden, wenn sie wirklich kleiner gewesen wären. Also, jetzt gerade bei Wally als Beispiel. Halt. Da kriege ich eine Brasse. Die Brasse will ich haben. Jawoll! Und Wally freut sich, dass ich was geangelt habe. Aber Wally, es tut mir leid, ich habe jetzt ein Meeting mit Mickey. Basilikum und Oregano muss ich sammeln. Aber davon habe ich doch. Uffi, ich habe doch... Davon habe ich doch massig in meiner... Also halt, hier wollte ich auch wieder pflanzen. Ach nee, sobald ich Dings da wieder habe. So, hier, Oregano. Holz kann ich ja totschlagen, ey. Aber okay, gut. Holz soll jetzt erstmal nicht das Ding sein. Hier ist noch Oregano. Oregano, Oregano und nochmal Oregano. Und jetzt gibt mir noch einmal Basilikum. Hallo Mickey, ich suche Basilikum. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Da ist Basilikum. So. Na, wie geht's? Oh Junge, stell dir vor, was man alles mit diesen großartigen Zutaten kochen könnte. Lass uns etwas kochen, das jeder liebt. Eine Herausforderung, gefällt mir. Yippie, los, lass uns kochen. Bis bald! Koche ein Gericht mit Basilikum oder Oregano. Fällt mir ein, was haben wir denn? Ein Gericht zu bauen, 4 Felsflecken ab. Verkaufe 3 Gemüse, bringe 2 Geschenke, ändere dein Outfit, habe eine tägliche Diskussion. Haben wir denn hier irgendwo Felsen, die ich abbauen könnte? Das sind diese genannten Felsflecken. 1. Oh, das ist eine Kiste. Oh, 10 Stück, okay. Wo könnten wir hier noch Felsen haben? Da ist hier noch der Basilikum mehr. Sind denn noch Himbeeren? Da ist noch ein Fels. Bananen. Oh. Und eine Erinnerung. Ein Puzzleteil von einer Erinnerung.
Das sieht aus wie König der Löwen. Bisher konnte ich, glaube ich, nur eins nicht entziffern. Hier ist auch wieder so viel Holz, ne? Nein! Ah, oh, jetzt habe ich die blöde Pflanze hochgehoben. Aber ich suche doch was anderes. Ah, da hinten sind Felsen. Also einmal hier außen lang gehen. Na. Hä? Danke. So, und noch einer. Das sind also nicht die Felsflecken, die wir suchen. Weil es keine Felsen sind, sondern Steine. Okay. Dann machen wir das hier halt. Ich verwechsel es jedes Mal wieder, ne? Aber egal. So. Dann schauen wir auf der anderen Seite. Kriege ich die vier auch noch abgebaut? Ich glaube nicht. Wartet. Aber wir haben ja noch eine Banane, die kann ich essen. Kann ich auch noch benutzen. Was bekomme ich denn jetzt? Oh, braune Sicherheitshandschuhe. Na komm, die können wir doch anziehen. Outfit geändert, seht ihr? Eins, zwei. Das waren doch jetzt vier. Oder nicht? Ja, da. Danke. Mache ein Foto, ernte drei Früchte. Ah, hier kann man die ganze Zeit immer im Kreis rennen. Immer und immer wieder. Und sammeln, 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 sammeln. Na gut, hier war schon mal einmal Früchte. Dann gehen wir ins Haus, füllen unsere Energie auf. So, wir sollen was aus Oregano. Ja. Und Basilikum machen. Eine Vorspeise. Nee. Mit Y. Ah, guck mal, was wir hier haben. Es wird drei Sterne. Und auf X haben wir den Verlauf. Ist ein bisschen. Machen wir mal zwei Basilikum rein. Zweimal Oregano. Mal gucken, was das wird. Das gleiche. Geh mit deinem Gericht zu Goofy zurück. Goofy. Goofy, komm her. Blödes Hundeding. Will ich schon immer mal sagen. Was? Übertragen, das ist voll? Okay. Steine gehen nicht mehr. Hölzer gehen auch nicht. Habe ich auch zu viele. Hallöchen. Oh, riecht das gut. Jeder wird einen Teller haben wollen. Wenn du nur so weiter kochst, wirst du in der kürzesten Zeit all deine Nachbarn zu Freunden haben. Es gibt nichts Besseres als ein gemeinsames Essen, das man sich mit der Nachbarschaft wie eine Familie anfühlt. Okay. Ja, klar. Goofy ist gesperrt. Minnie wird vermisst. Traumscherben finden und sprich mit Dagobert über eine deine Investition. Gehe ich jetzt erst zu Dagobert, würde ich sagen.
Yo, D, Double D in der Haus. Was geht? Ich frage mich, warum ich eigentlich bei Dagobert nichts verkaufen kann. Stimmt, weil er ja dann Geld abgeben müsste, ne? Und nicht Geld machen könnte. Hallo! So war ich hier stehe. Dein Haus sieht aus, als wäre es jetzt ein Vermögen wert. Gut gemacht, mein Freund. Natürlich kam die Idee von mir, also musste es ja genial werden. Jetzt hast du noch mehr Platz für Gegenstände aus meinem Laden. Komm jederzeit vorbei. Mein Bestand ändert sich dauernd. Gut gemacht. Genau. Und? Er hat eine neue Aufgabe verfügbar. Ich muss sagen, die von Dagobert, die gefallen mir am wenigsten, die Aufgaben bisher. Einen schönen Tag noch. Lass mich dir etwas zum Thema Geschäfte beibringen, hä? Du musst deine Kunden glücklich machen. Aus vielen Gründen, aber vor allem, weil es glückliche Käufer weniger ausmacht, einen hohen Preis zu zahlen. Ich habe einen Kunden, der auf seine Lieferung wartet. Hast du Zeit, mir zu helfen? Na klar, wer ist der Kunde? Der Zauberer Merlin. Er kann ein schwieriger Kunde sein. Kannst du erraten, was er bestellt hat? Etwas Altes, etwas Blaues, etwas Magisches. Ei, das würde Sinn ergeben, aber die Antwort ist blau. Kannst du erraten, wo er dieses Möbelstück hinstellen möchte? In seinem Büro? In der Tat, es ist sein Büro. Hier ist die Anzahlung, die er für die Möbel gemacht hat. Such dir etwas damit aus oder kaufe etwas noch Schöneres mit deinem eigenen Geld. Wenn du in meinem Laden etwas für ihn nicht finden kannst, gib mir Bescheid. Ich habe gerade ein Liefersystem auf Anforderung installiert, mit dem du alles aus einem Katalog bestellen kannst. Freundlichen Dank. Etwas Blaues. Was er in seinem Büro stellen kann. Und scheinbar ändert sich das hier durchweg. Aber das hier finde ich gerade eher interessant für mich. Sei gegrüßt, Nachbar. Auf Wiedersehen. Ich fand interessant für mich. Aber was Blaues für ihn. Die Frage ist, wo ist dein Liefersystem? Ein Katalogsystem. Sei grüßt und herzlich willkommen. Wartet. Ich muss mal ganz kurz. Haha. Was soll ich denn? Kaufe blaue Möbel für Merlins Büro. Die rennen immer weg, ne? Sei gegrüßt, Nachbar. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. Sag mal alles an. In seinem Büro. Blaues. Bleibt ja nur das Bett. Das kostet so viel. Ich hab's doch nicht alle. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, alles. Filter? Blau. Nee. Auf Wiedersehen und bis bald. Hallo. Zwanglos niedlich. Nein, aus Toy Story. Freundlichen Dank. Nein. Da ist nichts Blaues, was ich kaufen kann. Betrug. Das ist Betrug. Ich fühle mich betrogen vom Spiel. Ah, Mickey geht wieder zu seinem Picknickplatz. Dann kümmern wir uns um Mickey. Yo, Mickey! Hey, du! Oh, ich glaube, Minnie würde das lieben. Den Himmel, das Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freund hätte. Oh, sie fehlt mir. Mickey, ich glaube, da passiert etwas. Ist das Minnie? Ah, sieht das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merlin und ich haben so etwas schon einmal gesehen, Truppe. Minnie ist nicht verschwunden. Was ist los? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen, die verloren gehen.
Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Minnie zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Bis bald! Okay, also, ein Zauberer und blaue Möbel kaufen. Und sprich mit Merlin. Von der Hauptquest. Aber da hinten ist noch Obst. Habe ich doch dreimal Früchte geerntet. Ach, geht doch. Wurde nur nicht angezeigt. Okay. Achso, wo ist Merlin? Wo ist Merlin? Wo ist Merlin? Merlin ist da unten. Merlin, ich komme. Einen Moment, bitte. Ich brauche deine Die Säule ist nur eine von vielen, die im Dorf verstreut sind. Solange ich mich zurückerinnern kann, schützen die Säulen das Tal und bewahren es vor dunkler Magie, aber jetzt nicht mehr. Die Säulen sind beschädigt, Torplay. Wie wurden sie beschädigt? Sie sind nicht mehr vollständig. Allen fehlt etwas sehr Wichtiges. Diesen Teil musst du finden. Jede Säule enthielt einst eine Kugel der Tugend. Die Kugeln enthalten mächtige Magie. Jeder von ihnen steht für eine Tugend, auf deren Grundlage der alte Herrscher das Tal erbaut hat. Diese Tugend gehört zu den mächtigsten Arten der Magie. Vertrauen, Freundschaft, Macht, um nur einige zu nennen. Macht ist eine der Tugend? Ja, Macht kann tugendhaft sein, wenn sie weise ausgeübt wird. Was leider selten der Fall ist. Das ist der Grund, warum wir diesen magischen Schlamassel durchleben mussten. Was ist mit den Kugeln passiert? Als unser Herrscher verschwand, gingen einige verloren. Manche wurden vergessen. Und andere wurden wegen ihrer Magie gestohlen. Ich muss die Kugel finden. Um die Tugend des Dorfes wiederherzustellen. Stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, was wirklich wichtig ist. Wenn diese Säule funktionieren, helfen sie uns daran zu erinnern. Diese Säule enthielt die Kugel der Freundschaft. Eine der mächtigsten Kugeln des Dorfes. Die Kugel hat sich jetzt in einen Nachtdorn verfangen. Der stärker ist als alle anderen, denen du bisher begegnet bist. Seit die Kugel verfangen ist, ist der Brunnen auf der Wiese mit einem Fluch belegt und wir können ihn nicht mehr benutzen. Du musst die Kugel von den Dornen befreien, indem du beweist, dass du die Kraft der Freundschaft besitzt. Ich werde immer wieder neue Freunde ins Dorf bringen. Ja, es ist sehr wichtig, dass wir unsere Freunde zurückholen, aber das reicht nicht. Aber wir dürfen auch nicht all jene vergessen, die bereits hier sind und versuchen, ihr Leben wieder aufzubauen. Kleine Taten der Hilfsbereitschaft können viel bewirken. Wie wenn man jemandem ein Geschenk macht, einfach weil man glaubt, dass es ihm gefällt. Zeit miteinander zu verbringen. Wie nennt ihr Kinder das heutzutage zusammen abhängen? Also, rede mit den Dorfbewohnern, um sie besser kennenzulernen. Aber am wichtigsten ist, dass sie dich kennenlernen. Wenn du das verstanden hast, wird die Kugel der Freundschaft dir gehören. Bring sie an ihren rechtmäßigen Platz zurück und der Fluch des Bodens wird aufgehoben sein. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Erreiche das 5. Freundschaftslevel mit 3 Dorfbewohnern. Was? Zwei, eins, drei. Boah. Goofy, wo ist denn Goofy? Goofy, du gehst jetzt mit mir angeln. Hat jemand diesen Hund gesehen? Nope. Ah, ich weiß schon, wo sie sind. Alle mal wieder voll am Shoppen bei Dagobert. Komm, Wally, dann hängen wir beide ab. Wie geht es dir? Ich verstehe dich. Ha, doch, ja? Wartet. Kann ich vielleicht herausfinden, was Wally am liebsten mag? Halt, stopp, falsch. Dahin. Sammlung, Charaktere, zack. Glänzender Smaragd, Paprika, Sonnenblumen. Glänzender Smaragd, ich glaube, ich habe sogar einen.
Ich habe etwas für dich. Ah ne, ins Markt habe ich nicht. Ah, Mist. Sonnenblumen, Paprika. Falls ich auch über ein Granat? Ja! Neues Level, Rang 2. Sammeln, graben. Ja, bei ihm macht eigentlich mehr Sinn sammeln. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Nur falls du an der Zweifel hast. Lass uns abhängen. So, mit ihm gehe ich jetzt dann sammeln, oder wie? Einfach nur aufsammeln, oder? Die Musik, ey. Bringt das jetzt irgendwas, mit ihm da was zu sammeln? Dein Begleiter kann mehr sammeln, wenn du wilde Pflanzen und Früchte sammelst. Ah, okay. Wilde Pflanzen und Früchte. Also Holz zum Beispiel nicht. Hier einen angenehmen Morgen. Oh. Nice. Und dadurch steigere ich seine Freundschaft, gehe ich mal davon aus. Komm, Molly, folgt mir. Auch? Nein? Okay. Haben wir hier noch irgendwo Obst oder irgendwas? Klar, ich könnte auch jetzt irgendwelche Pflanzen sammeln, aber die Pflanzen bringen mir halt aktuell nichts. Ah, da hier, Oregano. Ah doch, da, ich sehe gerade, wie das alles steigt. Ja, schön. Also rein theoretisch müsste ich doch alles einsammeln, ne? Oh. Ne, Pflanzen zählen nicht. Also es muss wirklich sowas sein wie Oregano, Basilikum. Oder halt Äpfel. Okay. Das war mir jetzt halt nicht so 100%ig bewusst, was er genau haben möchte. Hier ist nix. Vorne sind wahrscheinlich wieder Bananen. Das könnte sich schon mal lohnen. Banana. Banana. Da. Da, Himbeeren. Hier, Bananen. Das freut mich doch. Wenn Wally sich freut, wenn ich hier was sammle, ist doch schön. Bananen sind leer. Können wir hier überall außen rum gehen? Komm, das gießen wir mal. Eine Blume gießen kann man immer mal. Aber ansonsten... Da. Die Frage ist halt, auf welche Stufe muss ich ihn bringen? Müssen wir auch was verkaufen? Hallo, Kumpel! Nee, verkaufen, nicht kaufen. Beispiel das hier. Die Brasse verkaufen. Den Wels verkaufen. Hier die Blümchen verkaufen. Die Steine verkaufen. Verkaufen wir auch. Ich brauche ein bisschen Platz hier. Ich glaube, dann habe ich alles, ne? Ja, genau. Himbeeren wollte ich auch verkaufen. Stöckchen kann ich auch verkaufen. Okay.
Wir warte mal, uns. Wenn ich seinen Laden jetzt aufbessere, das kann ich ja bestimmt auch. Einen Was würde mich das noch. Kosten? 1000, ja, warum nicht? Na Goofy, jetzt hast du doch einen richtig schönen Stand, hä? So, aber jetzt heißt es wieder weiter suchen nach Oregano, Gewürzen. Oregano, Gewürzen. Ja, Oregano ist ein Gewürz. Nach Beeren und Gewürzen. So. Da. Basilikum. Ja, maximale Energie erhöht. Wunderbar. Und sogar Energie aufgefüllt. Oh, noch besser. Ja, Wally, so macht das Spaß, genau. Das war jetzt schon wieder eine extrem lange Folge, merke ich gerade. Sorry, aber gut, ihr freut euch über eine lange Folge, insofern eigentlich muss ich mich gar nicht entschuldigen. Ich bedanke mich aber bei euch, sage bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Oh, hier war ich auch noch nicht. Und das holen wir uns jetzt noch. Aufmachen. Natürlich auf die andere Seite, war ja klar. Gut. Ich bedanke mich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö.